Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ihr seht schon, wir öffnen uns in meiner Stadt und zwar beim Strand. Ja Leute, wir wollen hier ein bisschen weitermachen, ein bisschen Leben reinbringen dem Ganzen und ihr seht schon, ich habe ein bisschen weiter gemacht, sieht jetzt so aus und hier hinten gibt es auch noch Strandkörbe und jetzt möchte ich hier vielleicht oder hier so diese kleinen Kiosk hin machen oder so etwas und dazu machen wir erstmal den Weg hier weiter. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, also der Game Sound, aber das sollte eigentlich gehen. So, jetzt brauchen wir Stufen. So. Und der Weg geht weiter. Und, nee, ich weiß, was besser ist. Mir ist gerade eingefallen, wir könnten ja so ein Kanu-Verleih, Tretboot-Verleih, so irgendwas machen. Und das machen wir jetzt. Genau. So, und zwar hier. Genau hier machen wir das jetzt. Und das machen wir so. So. Nur einen halben Block höher. So. Bisschen länger noch, würde ich sagen. Das passt. Stört hier auch niemanden. Jetzt wollen wir hier vielleicht. Hier. Nee, das ist doof. Wir machen einen Block drunter. Dann hier und hier. Und hier so als Stütze. Und dann können wir uns hier Sandsteinwalls nehmen und mit denen dann nach unten gehen. Perfekt. Dann hält das auch. Vielleicht machen wir dasselbe jetzt hier nochmal. Und dann sieht das ein bisschen gestützt aus. Jetzt kommen die Boote. Und zwar mal alle verschiedenen, außer Birke, weil passt nicht ganz von der Farbe her. Die können wir jetzt einfach mal hier hin. So. Dann hier machen wir den Strand mal bis hier so. Zack. Und dann können wir sagen, das hier ist weg. Das fährt vielleicht gerade hier. So. Dann nehmen wir uns noch Zaun mit der Laterne drauf. Einfach mal von hier. Na, das geht nicht. Kommt hier noch an den Rand, bisschen Licht. Hier vielleicht auch nochmal. So. Zack, natürlich müssen wir jetzt den Weg wieder beleuchten. Aber das geht ja ganz schnell. So. Und fertig, das reicht schon vom Licht her. Ich weiß ja auch nicht, wahrscheinlich sind nachts sowieso nicht so viele Leute an dem Strand. Also von dem her passt das. So, jetzt können wir hier so einen kleinen Unterstand-Dings machen. So. Der dann einem hier.
die Fahrt verkauft. So. Irgendwie ungefähr. Das passt schon. So, so, so. Perfekt, dann kommt hier vorne der Zaun auch nochmal hin. So, hinten können wir vielleicht so machen. Und dann hat der hier nochmal eine Laterne hängen. So. Und das reicht eigentlich auch. Und hier vorne noch einmal. Brauchen wir die hier eigentlich nicht. Warte, ich habe eine Idee. Wenn man die Laterne hin und vorne eine Glocke. Und dann klingelt der, wenn die Zeit vorbei ist. Das klingt auch ganz gut. Mal mit die Glocke hier hin. Das finde ich auch okay. Dann kriegt der natürlich noch einen Boden. Und wir nehmen mal Andesit. Klingt ganz gut. Perfekt. Hat der hier so einen kleinen Unterstand. Jetzt braucht der noch einen Tisch. Und dazu nehmen wir einfach mal Dschungelholz. Hier so. Oder wie man das so. Zack. Und hier den Tisch. Und hier dann vielleicht noch eine Falltür. Die er dann da auf und zu machen kann. Und hier könnt ihr das Ganze ja mit Falltür ein bisschen schließen. So. Perfekt. Jetzt kriegt er natürlich noch einen Stuhl. So. Soll ja auch sitzen dürfen. Und vielleicht noch in dein Buch. Warte, wo ist das Buch? Da ist das Buch. Und dann nehmen wir ein Item Frame. Zack. Buch hier rein, da kann der gucken, wenn wer reserviert hat. Und dann reicht das doch auch. Und jetzt können wir noch ein Boot hier ranhängen. So. Zack, zack. Sozusagen Kanuverleih. Wenn das Boot nicht, dann kann man nicht mehr sehen. Dann machen wir hier einfach Bootsverleih. Kann man nicht lesen. Machen wir andere Farbe. Zum Beispiel so. Grau. Wenn es jetzt Tag ist. Vielleicht helleres Grau. Dann kann man das locker lesen. Ja, Leute, wir haben Bootsverleih gebaut. Das war's für dieses Video. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.